Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Entschuldigt bitte meine Stimme heute. Ich wollte dieses Video aber unbedingt kurz raushauen. Das, was ihr jetzt heute von mir bekommt, ist auch jetzt nicht das, was ich hier sonst auf dem Kanal so bringe. Es wird auch nur bei YouTube erscheinen, weil es ganz wichtig ist, dass man auch die Fotos zeigt. Es geht nämlich um den Fall der vermissten Melina, 22 Jahre alt aus Luckenwalde, die jetzt seit einem Monat vermisst wird, und darüber wollte ich jetzt ein kurzes Video machen und euch ein paar Infos dazu geben und hoffe, dass wir sie vielleicht noch lebend finden. Ich bin zwar keine riesengroße YouTuberin, aber ich denke, wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, kann es vielleicht helfen, dass man sie vielleicht noch findet und hoffentlich natürlich lebend. Melina, 22 Jahre alt aus Luckenwalde, einer Kreisstadt in Brandenburg, wird seit dem 25.09.2021 vermisst, beziehungsweise zur Nacht darauf, auf den 25.09. Melina hatte sich mit Freunden am 24.09. verabredet. Sie sind zusammen in den Nutepark gegangen. Dieser Park ist wohl gerade bei jungen Leuten sehr beliebt und im Zentrum der Stadt. Melina traf dort drei Jungs, einer davon soll wohl ihr Ex-Freund gewesen sein, zu dem sie aber nun wohl ein freundschaftliches Verhältnis hätte. Um 0.22 Uhr bekommt Melinas Freundin noch eine Nachricht von ihr. Ein Foto, das sie auf einer Parkbank im Nutepark sitzend zeigt. Melinas Freunde tanzen noch auf einem Video wohl dazu. Um 1 Uhr sind Melinas Freunde auf dem Nachhauseweg und wollten sie auch mit nach Hause nehmen. Das Angebot hat sie aber ausgeschlagen, da der Fahrer wohl betrunken gewesen sein soll. Dann soll auch Melina gegen 1 Uhr den Nutepark verlassen haben. Laut Aussagen ihrer Freunde soll wohl dort auch noch alles vollkommen in Ordnung gewesen sein. Melinas Wohnung wäre vom Nutepark in Luckenwalde ca. 2 Kilometer entfernt gewesen. Ist natürlich schon eine erhebliche Strecke eigentlich, nachts im Dunkeln. Laut den aktuellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass Melina den Nutepark zu Fuß mit dem Taxi oder den öffentlichen Verkehrsmitteln überhaupt verlassen hat. Mittlerweile steht wohl auch der Verdacht eines Tötungsdelikts im Raum. Ihre Freunde und Arbeitskollegen beschreiben Melina als eine zuverlässige und pünktliche Frau, die sich abmelden würde, wenn sie nicht zur Arbeit käme. Auch das Handy von Melina ist nicht mehr angeschaltet. Ihr Vater Arthur K. erreicht sie nicht mehr und macht sich sehr große Sorgen. Melina sei auch noch nie von zu Hause weggelaufen oder generell weggelaufen, weil sie wohnt ja schon alleine. Als sie 2 Tage weg war, ging er dann auch zur Polizei. In einem Interview sagt er auch, dass er aus Verzweiflung natürlich auch jeden Tag nach ihr sucht. Die Familie ist sehr verzweifelt und auch Melinas Freundin geht momentan vom Schlimmsten aus und denkt, dass Melina vielleicht wirklich etwas passiert sein könnte, da das Verhalten wohl völlig untypisch für sie sei und das jetzt natürlich auch schon 4 Wochen lang. Melina hätte wohl für den nächsten Tag auch schon Pläne gehabt, wollte auch eine Freundin treffen. Und auch hätte Melina wohl eigentlich sogar 2 Handys dabei gehabt, ist aber auf keinem Handy mehr erreichbar. Kontobewegungen gab es auch keine mehr. Auch suchten Spürhunde und Taucher in umliegenden Gewässern nach Melina, leider erfolglos. Auch fanden sich keinerlei Dinge von Melina im Nutepark oder der Umgebung. Im Internet beschrieb sich Melina wohl immer eher als selbstbewusst, doch auf ihren Fotos und Videos kommt sie so rüber, aber privat sei sie wohl eher ziemlich schüchtern gewesen. Die Polizei und Melinas Freunde fragen sich natürlich nun, was passierte in der Nacht auf den 25. September 2021 mit Melina? Wer hat sie nach 1 Uhr noch lebend in Richtung des Nuteparks gesehen oder vielleicht auf dem Heimweg? Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht gemacht, die vorher vielleicht nicht so viel Bedeutung geschenkt wurden? Ich denke, jeder Hinweis, der hier zur Aufklärung beitragen könnte, ist willkommen. Hinweise könnt ihr auch an folgende Telefonnummer senden. Diese stand auch auf den Suchplakaten. 0176 5439 2726 oder direkt an die Staatsanwaltschaft in Potsdam unter 0331 20170. Das tue ich euch aber gleich alles nochmal im Video einblenden, beziehungsweise blende euch das ins Video ein. Und auch einige Fotos habe ich ja jetzt dann auch eingestellt in das Video von Melina, in der Hoffnung, dass man sie vielleicht doch noch lebend findet. Es wäre wirklich sehr, sehr schön,
damit die Familie und die Freunde auch Klarheit bekommen. Und ich hoffe wirklich, dass man Melina noch auffinden kann. Und deswegen habe ich dieses kurze Video gemacht und hoffe einfach, damit vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Bis zur nächsten Folge, eure Lia.